For you to see. Ja, ich werde jetzt nicht Weiger picken. Das ist, klingt einfach nicht geil. Ich weiß nicht, ob ich Weiger Jungle picken möchte. Ich hoffe, er denkt noch drüber nach, was er jungeln will. Ach so, er... Hier. Hä? Ist jetzt mein Fehler? Er schreibt Weigor. Und er meint Viego. Ja. Hätte ich wissen müssen. Ne? Weigor. Ich gebe dir gleich Weigor. What the fuck, man. Und vor allem, dass er dann noch so schreibt, meine ich Dude. Dieses Dude gibt mir so einen low-key, passiv-aggressiven Vibe, als ob ich hätte wissen müssen, dass Weigor Viego ist. Hätte ich wissen müssen. Naja, das O, wenn es O und A ist, ist ein anderer Champion. Wir müssten hier noch das E, das I tauschen, das R wegmachen und das G und das O tauschen, damit es Viego wird. Also, come on, bro. Bist du wirklich 23, wie es hier in Twitch steht? Ja. Ich bin dran. Ne, ich bin. Ja, ich bin 23, ja. Haben Kench Toplane? Auf jeden Fall fuckt mich der Trundle-Pick schon sehr ab. Der kann meine Resistenzen aussaugen und ich habe keinen Spaß daran. Soll ich hier vielleicht ein Ding sogar einfach kein Ignite spielen, sondern Flash? Actually ein Flash-Game, glaube ich. For a while. Puzzle known as life. Fuck it, wir gehen Ignite. Fuck it. Fell apart. Ich mag den Kane-Pick diese Runde. Gut, dass wir ihn nicht Valgor gepickt haben. Denn vielleicht kann er mit Viego, mit Kane hier gegen die beiden Tanks eine Menge Stacks ansammeln und dann carryen. Mal sehen. B5. Is condemning murder. Bro, du bist 24 und du wirst 25, du Rentner. Du hast recht, ja, ich bin 24. Ja, ich werde 25, du hast recht, ja. Ja. Ich bin actually 24. Ich muss das mal updaten in meiner Beschreibung. Lass mal jetzt machen. Sonst vergesse ich das wieder. Weil ich fühle mich schon seit so vielen Jahren als Rentner, dass es alles keinen Unterschied mehr macht. Wo ist das? Wo muss ich das eintragen? Wo ist das? Da. 24. Perfekt. Perfekt. We did it. Ja, es tut mir leid. Es ist halt manchmal, also ich kann auch, ich fühle mich halt in meiner Branche seit Jahren schon so alt, dass es immer wieder untergeht. Änderst gleich auf 25, actually, das wäre smart. Ist ja nur noch, ich bin ja nur noch für 2 Monate 24. Stimmt eigentlich. Ach Mann. Mann, bin ich alt geworden. Ich fühle mich schon seit Jahren so alt. Ich fühle mich, seit ich 22 bin, fühle ich mich alt. It is what it is. Do not relent. The matter of time. This will be quick, but still painful. Ich fühle mich selbst mit 20 schon alt. Was soll ich sagen? Ja, aber warum fühlst du dich mit 20 alt, Iro? Was machst du denn? Well,
Wenn du jetzt ein 20-jähriger Student bist, bist du doch super jung. Wenn du ein 20-jähriger Arzt wärst, wärst du insane jung. Ein 20-jähriger Lehrer oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ich bin ein 20-jähriger, ich war ein 22-jähriger E-Sportler. Da wärst du quasi schon ein toter Knochen. Vor allem, wenn du mit 22 noch nicht gepiekt hast, also in LEC oder so. Wenn du mit 22 die National League spielst. Demi? Wir danken dir, Nampi. Vielen Dank für deinen Zartmann. Willkommen. Danke dir. This is our fight. Danke dir, Marenga. Willkommen. Komm erstmal in mein Alter. Ja, aber es gibt ja, du bist ja alt oder alt. Weißt du, es gibt ja so und so alt. Je nach Kontext. Wenn du halt E-Sportler bist, bist du halt Mitte 20 schon einer der älteren Garde. Du wärst aber ein sehr junger Arzt. It just depends. Und wenn du halt in einem Gaming-Haus lebst und da sind permanent so 16-, 17-Jährige, voller Hoffnung, voller Elan, masturbieren jeden Tag fünfmal und haben Energie und schreien rum und so und du bist währenddessen 22, dann bist du halt alt. Fühlst du dich alt? Das ist, wo du bist. Ey, danke dir, Lurumani. Willkommen. Danke für dein Sub. Not every line. Bristle, attack! Aha, hinter Minigas sidestepped. Lass mich nicht ablecken. Ein Schleck für dich, mein Freund. Run them down. Der würde Q nicht, ich wollte seine Q baiten, hab deswegen die Mini gemisst. Hammer. That I need. This is everything that I want. Dancing with the devil. Ich würde unglaublich gerne die Wave auf der dritten hier bouncen lassen. Wow, da war ich nicht hinter den Medi-Minion? Was? Und dann will ich ihn ganken mit Kain. Krass, dass das getroffen hat. Ist aber jemand schon sehr geschankt worden vom Oink-Oink-Monster. Ja, kann auch die vierte Wave bouncen lassen, ist auch gut. Okay, der Enemy Jala muss Botzai sein, gibt keine andere Wahl. Hätte ihn eine easy killen können, wenn durch die Wand gegangen wäre. Ja, ich kann nicht rauswählen, ich kann ihn immer canceln mit Q oder mit E. Nicht wahrscheinlich Ping so nach der Krabbe, dass er easy kill top dann hat. Wäre Free First Blood gewesen tatsächlich. Aber der, ja, man, natürlich muss der Time Catch nicht in den Busch moven, aber wenn das tut, ist er einfach tot. Ken geht durch die Wand, ich gehe durch die Lane und ist einfach ein Free Kill. This life that I'm in. Boah, wir haben seinen Pop bekommen und ist immer noch Half HP. Aber seitdem keine guten Trades mehr. Ein paar Minions nicht gelastet für gute Trades. Ich wollte den Gank von der Kill vorbereiten, aber hab die Wave nicht gebounced bekommen, als ich wollte. Wir haben erst die vierte gebounced, nicht die dritte, wie ursprünglich der Plan war. Wandel Double Longsword und macht den gewardeten Grump. Nicht in Reichweite. Ja, ich möchte der junge Mann hier unbedingt recallen und TP'n. Wenn das nicht tut, töte ich ihn einfach alleine natürlich. For my ancestors. Keep climbing the mountain. Er kann nicht rauswählen, ne?
kann halt jederzeit E drücken, wenn er W drückt und er stirbt einfach. Er hat quasi kein Spell. Seine W ist einfach quasi nicht geskillt und wenn er E zu früh benutzt, dann warte ich einfach. Er hat kein Counterplay. Also, er hat Counterplay, wenn er einfach Base gegangen wäre. Squasted. Krass, Alter, wie viel Damage er hatte. Habe ich nicht richtig eingeschätzt, ha? Hat er Honeyfood genommen? Was mache ich jetzt? What the fuck? Muss ich basen? Okay. Ey, wenn ich Honeyfoot nehme, können wir danach diven. Wenn er Honeyfoot nimmt, machen wir danach gar nichts. Warum haben wir Honeyfoot auf Kane genommen? Ich krieg nicht mal die Platte jetzt. Ich bin sehr sauer auf ihn. Ja, du bist nicht Level 6. Wenn du Tomago nimmst, machst du damit gar nichts. Wow. Wenn ich vor dem Spiel bin, dann können wir auf... Ah, egal. Whatever. Das ist fein. Wir haben ihn einmal gesolo-bolot, können ihn nochmal später solo-killen. Haben leider den Weg verloren und Kane hat sehr viel Zeit verloren für diesen Dive. Wenn ich mal die Platte bekomme. Bei Gaset immerhin... Was Dex erhalten, ha? Was Dex sind ja wahrscheinlich auch was wert. Across my chest. In eine Gibby und K und Bloomstick. Vielen Dank für eure Subs. Willkommen. Mitterfällt gerade eine fette Wave und ein Plating. Bottom wurde gekillt. Sind mit auch schon 20 CS behind. Haben hier ein hartes Game vor uns. Genau wie letzte Runde. Bloß letzte Runde war ich fucking Aatrox. Jetzt bin ich Piggy Piggy Oink Oink. Mal sehen. Mal sehen. Ja, ich kann dieses Game nicht wirklich damit rechnen, wirklich stark zu werden jemals. Und je stärker ich bin, desto stärker Strundle. Ich hätte einfach instant ulten müssen, Strundle, aber dann fristen habe ich ebenfalls. Eigentlich habe ich kein Counterplay. Einfach rausgehen mit Ult. Oh no, Mann. Ash ist auch schon hier. Ja, ich darf das nicht spielen. Ich kann Trundle nicht killen. Man kann ihn einfach fressen, im schlimmsten Fall für ihn. Naja, irgendwann ist die Ash komplett hochrotiert und wir sind nicht rotiert. Vielleicht kriegen wir einige Playsets hier unten. Hallo? Hallo? Ja, ich guess wir müssen Zed respecten, aber... Würde ich wahrscheinlich, dass es beim Herald ist, als dass er hier unten ist. Aber kurz still be true. Ja, my bad, ich war zu aggressiv. Ich darf so nicht spielen. Dann kann ich einfach ranwählen, ihn ulten und alles ist gut für Trundle. Ich hab gedacht, ich wäre geslowt und wollte deswegen meine W anders hitten, aber ich bin ja gar nicht geslowt, ich meine Passive. Ernsthaft gebased? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich baitete mich und ich bin hier tot. Muss ich baiten lassen zumindest, das ist gut. My eyes and watch. Prove your worth, summoner.
Hat gleich wieder Killpressure hier. Wer mich trifft, so ein random Asher oder Trundle ist randomly hier. Und Zed jetzt gleich respecten. Also Midlane ist so weak leider. Und er kommt mit dem Material, ich komme auch. Respekt mich. Er hat sein Shadow. Er hat sein Shadow da hinten. Er will bloß Plates haben und dann rausgehen. Team. Nice. Renata coming in clutch. Sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt Drake kriegen, könnten wir das insane. Könnte der Game-Turning-Moment gewesen sein. Super wichtig für uns natürlich. Selbst den Kern haben wir gemisst. Fucking cringe. Vielen Dank dir, Schmanko. Vielen Dank für deinen Zeit, Mann. Willkommen. Danke dir, Bro. Ich habe einfach gar nichts im Base, ne? Ich habe null Magic Mante. Was soll ich jetzt damit? Ich hatte ein ganzes Sunfire Cape. Ich auch Sunfire Cape? I guess wir haben Tank gegen Tank Matchup und ich habe jetzt einen besseren Reset. Das ist der dritte in Folge, Kick W. Ja, aber den ersten davon musste ich missen. Für den Trade. Den zweiten und dritten hätte ich nicht missen müssen. Aber den ersten musste ich missen. Er hat kein Demolish, er spielt Shield Bash, okay. Warum ist Ken nicht durchgelaufen? Warum pinkt er mich jetzt zurück? Verwirrend. Ja. Wir haben TP Advantage, wollen die ausnutzen, wenn wir Sunfire haben, dann haben wir relativ viel Kill Pressure. Wir sind immer noch in Gold vorne gegenüber Tam Kench, auch in EXP. Aber ich habe natürlich eine Menge Gold ausgegeben für meine Mythic, für meine Boots und er einfach nur für sein Mythic-Item. Und das gibt ihm gerade eine Menge Combat-Stats. Dafür habe ich sehr wenig Cooldown auf meinen Spells und vor allem auf den Summoner-Spells. Can we win this challenge? Can we win this? We can. Lass mal gucken, ob wir Mitte hovern dürfen. Mitte ist ja sehr fucked. Oh, hätte ich Bock zu den Wards zu TP'en, aber noch ist TP nicht unleashed. Ja, das ist ja Kali Recoin dafür. Ja. Aber wenn mich selbst cancel, wird das unangenehm as fuck. Haben wir nicht Teleport? Advantage. So Bock klopft zu TP nur einfach zu killen. So viel Damage jetzt mit Sunfire. Alright, wir brauchen Second Item, wahrscheinlich Frozen Heart diese Runde. Wir werden eh nicht wirklich tanky werden, egal was ich tue, aber alle von den Gegnern wollen Alt-Attacken, selbst am Kench und er ist die einzige AP-Quelle. Von daher ist Frozen Heart klasse. Und soll so von uns gekauft werden. Weil der ist fucking dead. Ärgerlich. Mitte kriegt First Turret. War es echt die Bad von mir? Okay, GG. Bucky Blows, Mann. Er hatte 30 HP nach Ignite. 30 HP. Ich hätte wahrscheinlich auch Tabi. Ich meine, gestern Tabis.
Eieieiei. Ja, ein bisschen zu viel Turbo Damage genommen. Zwei Turret Shots sind zu viel. Wahrscheinlich auch Tabis kaufen sollen dieses Game gegen eine Full AD Draft mit fucking Tahm Kench. Ah, ist eigentlich egal, was ich tue. Ich werde ihn nicht tanken gegen Zed. Vielleicht können wir Bot TP'n. Leicht kreativ zu werden, Boys. Game sieht sonst zu fucked aus. Die aufgepasst haben mich auf dem Ward gesehen, aber ich habe Ult gleich ready. Oink, oink. Was er gestorben ist. Ich hätte weiter tanken müssen. Warum habe ich nicht weiter connect? It's my bad. Ich hatte Renata weh, ich darf sterben. Kann sterben und er killt ihn und wir kriegen das. Also schöner TP, dafür haben wir an die Teleport aufgehoben. Ich liebe es, Impact in League of Legends zu haben. Es kommt selten genug vor auf der Map und wenn es vorkommt, ist es beautiful. Habe ich aber schon reingesteppt. Oh. Wenn ich umdrehe, bin ich auch tot. Also, wenn ich umdrehe, ultet mich Zed. Und wenn ich stehen bleibe, ultet mich Zed. Nicht wirklich Counterplay. Also ärgerlich, so war es quasi einfach nur 1 für 1 und wir haben einen Turm, 2 für 2, sorry, wir haben einen Turm bekommen. Let's see what we can do. Ja, der geht auch schon einmal per Second Item, weil die genau wissen, dass wir alle Rüstung kaufen werden. Sonne wird eh mich ulten. Ich bin der Einzige, der geultet wird, so oder so. Weißt, wenn die anderen Rüstung haben, sind sie sehr tanky diese Runde. Selbst sowas wie Sonja, Steph Stance, alles sehr gut für uns. Hat er keine Ult? Was macht er denn da? Er hat einfach geultet, den Varus, lol. Nice, wiederbelebt. In welcher Welt kriegen wir jemals den Zed? What are you doing, Renata? Let's get the fuck out. Wir brauchen hier so viele Qs, wie wir können. Die Q blocken wir natürlich von Tahm Kench. Kommt ein Arrow. Sehr gut. Ja, ich habe absolut keinen Mana mehr. Das ist alles, was ich habe, Jungs. Alle wurde in der Base von Arrow getroffen. Holy fuck. What a banger! Leider nicht so ein Banger wie letztes Game. Da konnten wir Lane solo killen und dann snowballen. Jetzt haben wir einmal gesolo killed, wurde einmal gesolo killed. Ich bin unglaublich gern hinter die TP'n, aber. Was passiert, wenn ich es tue? Wir haben Varus in Base. Gar nichts, wenn ich es tun würde. Ja, wir dürfen nicht deep gehen gegen Trundle Ult. Das beste Item normalerweise gegen Trundle ist eigentlich immer Sonjas. Gerade gegen eine Full AD Draft. Wenn ich einen Teil der Trundle Ult einfach aussetzen darf im Sonjas, wäre ich großer Fan dessen. Also vielleicht gehe ich hier ja wirklich einfach Sonjas. Nothing must change Sonjas. Mein Tornum ist auch nicht schlecht. Könnt ihr mir Vision geben, damit ich die pinken kann? Was macht ihr da? Einfach nur zugucken? Ne, die machen keinen Ash gut. Also, ulte noch vorher, Renata. Ich bin in niemands Land. Varus ist gestorben.
Aber wir hatten doch schon Info, dass sie keinen Ash machen, nachdem er sich Mitte gezeigt hat. Klar, dass wir trotzdem sterben. Einfach Blutschnicket oder was auch immer benutzen können, aber na gut. Wir wussten, es wird ein hartes. Surprise ist ein hartes. Ich hasse es jetzt so sehr. Er wird rauskommen, ne? Er nimmt das Ding jetzt erst raus. Huge. 800 Gold für Kane ist klasse. Ey, Leute, was schon wieder? Was ist das schon wieder für ein Spiel? It's a goddamn banger, is what it is. Meine Güte. Also einfach Ults werfen und hoffen, dass wir Kills kriegen. Varus Ult, Sejo Ult. Drake in anderthalb Minuten. Die Gegner haben schon zwei. Wir haben auch schon einen. Ist nicht so wert. Vielleicht können wir für den Team fighten. Wir haben jetzt zwei Items. Müssen immer noch sehr aufpassen, wann ich reingehe. Wann ist und bleibt sehr gefährlich für meinen Champion. Ja, wenn wir Zed one-hitten könnten. Mein Ult und Tuvaros Ult oder sowas. Die spielen ja nur Clans. Schwande ulte, Schwande, Varus ulte den Schwande. Nicht so bad. Nicht gut, aber nicht so bad. Ja, ich hab, Zed war schon viel zu defensiv. Der hat Kane auch gesehen und ich bin zu weit nach vorne gegangen. Egal, Jungler für mich, die haben jetzt erstmal keinen Smite und ich hab die P, wenn ich ab bin, basically. Ich hab die P 8 Sekunden, nachdem ich spawne. Das heißt, wenn ich einen guten Flank habe, bin ich vor Trundle da. Also, wenn ich einen guten Flank Ward habe. Ich bin halt nicht squishy. Ich bin halt so squishy, wenn er mich ultet. Deswegen war ich da nicht tanky. Hat der Karl noch ein Ward für mich? Nee. Kann vor Trundle da sein, aber das ist mein bester TP mit der Flank. Ich würde schon mal losrennen, wir haben ja den gleichen Movement Speed in der Base, außerhalb der Base. 5 Sekunden. Ja, ich TP und Cooldown. Das, was ich habe. Beim Kench Ash respect meine Position. Bundle ist später da als ich und das ist, worum es ging. Schon wieder gefunden, aber aktuell hittet mich niemand. Run, boy, run. Nice. Haben Drake bekommen. Haben 1-2-1 und dann nochmal 1-2-1 getradet. Ja, dann können wir es vielleicht nashen, aber gerade ATP, also. Probably not. Immer Blutschnicket hier. Wir haben sehr viel CS geblutet währenddessen, aber wir mussten was tun. Alright, 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 alright. Can win. What a banger. Na, Kali wird noch Schaden hat. Wir sind gerade zwei Team-Comps mit 0 Magic Damage. Für die Gegner ist es nur Tam Kench, für uns ist es nur Kali und die steht 1-4. Aber Kali wird auf jeden Fall besser scalen, was den Damage angeht. Huge. Der Blue Buff gestillt, der Zed. Wollen wir wirklich nashen? Wir haben den 36% HP Varus. Return. Nein, da Boys. Ash Arrow ist schon mal raus. Beim Kench geht rein. Scheinbar turnen wir. Der braucht kein Ult mehr. Er wird sterben. It's just a matter of time. Nicht wahr, Kane? My man.
Bob. Ja, so passend, dass Sejuani in der Sekunde I won't miss schreit und dann treffe ich die W. Ist doch geil. Das Bild in Ashen. Fuck das mit Turrets. Der wird die Hälfte unserer Base nehmen können. Geil, 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 geil. Banger. Another one. Wir werden hier nur Qs benutzen, ne? Nur Es benutzen. Ich habe nicht so viel Mana, aber wir sollten schon uns mit Nash ranhalten. Wenn ich dann kennst die Pete, ja, ich sterbe dafür. I don't care. I don't give a fuck. Der kriegt mir Level Up, denn Ashley kann da rauskühlen mit Mana von Level Up. Ja, nice, 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 nice. Survive! Just get out, Renata für Nash. Wie du take those. Gut, Jungs, sehr, sehr gut, sag ich immer. Aber klasse war das, sag ich immer. Ganz großes Kino, ganz groß, ganz, ganz großes Kino. So, wir gehen jetzt hier Anathemas auf Ezreal. Weil Zed sollte mich nicht fokussen. Und dann gehen wir Sonyas gegen die Trundle Ult. Und dann gehen wir. Also, das Game so lange geht, Gargoyles. Dann sind wir Fullbild. Ich will dir meinen Varus zum Rap-Buff geleiten, dass er den farmen darf. Jetzt gehe ich aber weg, Varus, ne? Also, pass auf. Okay, wir sehen Zed, er sollte fein sein. Ah, schön gedodged. Er hat sehr schön auf mich geultet, um die Varus zu dodgen, obwohl er keine Info hatte auf Varus. Der war ja auf einem Pink Ward. Hat einfach gut predicted, wann Varus in Reichweite ist. Über Petanin. Oh, geil. Okay. Ja, ich würde es wieder tun. Hat jetzt nicht so viel Cooldown meine Spells, aber wenn es klappt, kriegen wir halt mindestens 3 Turrets. Was zum Fick macht mein Midlander da? Einfach sterben mit Nash? Das wird einfach rennen, Leute. Wir haben jetzt schon unseren ganzen Nash verloren, dadurch, dass der Kalle gestorben ist. Ottipin? Ja, sollte auch Drake dadurch sein. Noch ein Arrow, noch ein Kill. Wie ist der Kalle hier gestorben? Well, I'm coming in. Okay, oder auch nicht. Ja, Drake ist gone, Leute. Akali ist mit Nash gestorben. Wir haben mehr verloren, als wir bekommen haben. Das ist ja wieder mal ein negativer Nash gewesen, ha? Huh? Ja, können wir aber Mittum noch kriegen dürfen, während die gerade Drake machen. Arrow, Kerr! Bitte, Akali, lass wenigstens mich treffen. Ah, wenn man drei Turrets mit mir bekommen. Actually, Top-Turm zweimal und dann mit Turm jetzt am Ende. Immer noch sehr, sehr bad, aber. Well. Akali ist halt einfach reingegangen und gestorben, ne, Digga? Er hat 4 Items, der Enemy Midlaner. Und seit er Midlaner hat, ist gleich sein zweites. Can win. Need to hope for the best. Can win. Mehr im Herzen weh, diese Double Cannon Wave ihr zu lassen, meinem 1-5 Midlaner. Aber sie ist halt die einzige AP-Quelle, wir brauchen sie stärker. Sie ist fucking useless aktuell. Und ob ich tanke ja werde oder nicht, ist nicht so wichtig gegen Trundle. Aber Stopwatch into Sonyas hilft mir extrem. Das hilft sehr. Danach Gargoyles. Bisschen Magic Resistance nicht so bad gegen Ezreal Trundle, Am Kensh. Kali's in it to win it.
Weil sie war auf jeden Fall bemüht. Können Zed nur slowen. Ja, Akali hat immer wieder die Engages gepachtet, die uns das Game verlieren. Also, aber komplett alleine verliert sie das Game. Du musst einfach nur nicht reingehen. Du bist komplett nutzlos, Akali. Hast du noch nicht mitbekommen, wie nutzlos du bist? Ärgerlich. Ja, ich kann nur Tamkenich ulten. Oh, fuck. Tamkenich ulten und Zed damit auslauen. Damit haben wir eine Menge Zeit gekauft für Varus-Granate. Zed hat damit trotzdem beide gestorben. Eigentlich ist aber nichts ändern in der Sekunde. Und ja, Kali ist auf Kane. Hoffe nicht okay. Kennst du den Typen? Kali jetzt Double Kill. Okay, wie konnte Pete hier? Machen wir Nash. Gerade ist er der Tod. Ne, Joke war keine Ultra. Gut, dass ich ihn gittet habe. Der wäre sonst executed worden. Aber Oink Oink ist zur Stelle. Alter, geil, geil, geil. Guter Gage. Hast du Zeit, heute Abend zu spielen? Wir können Duke und schon. Was willst du spielen? Ich habe einen damit 1-2 von Obsess. Bin ich ready für. Warum ist wieder jemand gestorben? Das ist einfach bitte Nation. Come on, guys, we can win. Play with the oink oink. Oink oink, do be popping off. Müssen leider Varus raus eskortieren. Oder fighten. Ich bin so fucking bomb wie. Nein! Akali TP hinter die, Akali TP hinter die, Akali TP hinter die, ist actually guter TP. Actually good TP. Mich wieder gearrowt. Oh, oink, fucking oink, boys. Bisschen deep. Aber ist gut, hab Ignite. Alle Kills können mir. Seid nicht so, okay, wir können enden, ich hab noch Smites. Dämonisch, meine. Kann den Turm smiten. Ich smite deinen Tower, ich smite deinen Tower. Tausend bunte Farben, ich smite deinen Tower. Ich smite deinen Tower. Okay, der Zed ist fucking gone, aber könnt ihr bitte den Turm hitten? Hit Nexus! Arrow kommt gleich geflogen. Wo war die wieder mit dem? Wo war die Renata ult? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben Seele jetzt. Oh nein, Mann. Okay, can't win. Actually, es wird jetzt sehr hart zu gewinnen. Seele für die Gegner. Nicht mal den Turm bekommen. Also ich werde jetzt mit Oink Oink nicht backdooren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, die haben Seele jetzt. Ich glaube, für die kommenden Teamfights sind die immer favorisiert. Also, sie waren ja für jeden Teamfight favored. Man muss die in Mitte hier gecatcht und dann durchgesnobert mit den Catchers. Oh no, Mann. Ha, mistimed. Oh, baby. If you tried. Ja, wenn wir Kalte TP haben. Die Wards ausgelaufen. You love an Andres. Okay. Wir haben ein Wort gefunden. Mein Champion backdoort eh so langsam, dass ich eh nicht backdoorn kann, also.
Haben wir 36, 25 Zeit zu TP'en. Bis dahin müssen wir die Gilder die Base verlassen haben. Und muss Zeit haben, alleine den Nexus sitten für lange Zeit. Ja, wir sollten über Teamfights gewinnen. Wir werden nicht über Backdoor gewinnen. Über Teamfights sollten wir aber verlieren aktuell. Ich meine, viel schwächer als die in Teamfights. Das waren schon die ganze Zeit. Wir haben bloß einfach Leute gecatcht. Jetzt haben die noch Seele oben drauf. Die verlassen ihre Base nicht. Smart von ihnen. Ich meine, wenn sie es tun würden, können wir enden. Weil alle fünf die Base verlassen würden zumindest. Ja, der Ward expired in 10 Sekunden. 36, 25 ist abgelaufen. Wir brauchen neue Wards. Wir haben nicht ein Ward, also fucking useless hier hinzulaufen. Ich hätte auch wieder Yellow Trinket wechseln müssen. On the other side of the daylight comes. The other side. And when the lights go down, I see things I can't explain. Pulling out my neck. Weil wir Level 18 haben, honestly. Ja, was ist Scheiße? Soll ich Serpents Fanglass Item kaufen? Das Mountain Back Shield? What am I doing here? Gut, dass ich schnell gestorben bin. Ich muss sterben, bis ich für Nash ready bin. Ab bin. Aber ich soll doch nicht sterben dort. Oh, einfach so lange AFK in dem Game jetzt. Eieiei. Wenn es auch noch stirbt, sie ist auf jeden Fall nicht. Ja, sie ist dead. Auch nicht rechtzeitig für Nash ab. I guess we lost, guys, als wir nicht das Game geendet haben. Akali ist, well, it's fine. Can't win. Er can't win. Gerade ist niemand Zeit, sie ab für Nash. Ich kann rein TP'en, aber auch zu spät. Ich kann nicht gewinnen. Das heißt, die haben jetzt Nash, damit könnt ihr für Elder spielen. Sehen haben sie schon die ganze Zeit. Eine ganz verrückte Steel kennen den, aber die Gegner sind schon reported, wenn sie sich den zerlassen. Ich muss auch unglaublich dringend auf Toilette. Please. I need the toilet. Please, dear. I trust in you. Da wurde gearrowed aber sehr früh. Oh ja, wir stallen Nash. Any Nash-Staller? Any Akali TP Backdoorer? Ja, Akali TP jetzt auch. Zwar zu einer richtig schlechten Location, aber Ken ist in it to win it. Ja, wenn Nash burst, dann muss ich auch reingehen. Vielleicht hat der Nash nicht geburstet bekommen. Aber warum wollte der Nash burst, wenn wir auf Akali warten können? Z gestunt, aber can we win? He lost. Aber Kate doch nicht reingehen müssen. Sobald der 3 geht, muss ich auch reingehen, sonst, wow. Haben wir gar keine Chance. Wenn selbst wenn wir stealen, ist das schlecht für uns. Ja, Sucks! Wir hätten gewinnen können. Wir haben nicht geendet. Meine Güte. Na, wir hatten es beinahe Winner cheated. Ich denke, das Game ist okay zu verlieren. Wir hätten es eh verlieren sollen. Rein vom wie es gelaufen ist, hätten wir es niemals gewinnen dürfen. Gegner haben sich bloß schlecht catchen lassen und dann hatten wir beide damit geendet. War quasi eine komplette Chain-Int-Spree vom Gegnerteam, wo wir sie gecatcht haben. Ich meine, diese Dash von Akali, also nach dem ersten Nash, den wir bekommen haben, hätte sie nicht sterben dürfen. Kriegen hier gute Teamfights hin, chasen die runter, kriegen Nash.
Dann stirbt Akali alleine bei Raptoren. Warum? Warum? Der Play ist hier die Waves buffen und Top und Mitte nehmen, ne? Weil wir... Ja. Sie stirbt, verliert damit eigentlich alles von seinem Nash. Weiß nicht, was sie davor hatte. Alleine in drei Mann. Dann kriegen wir zumindest zwei Top-Turrets und den Midlane-Turm auch noch. Leider haben unser Team wieder gecatcht, alle tot. Akali wurde gecatcht, danach wird Kane gecatcht, danach wird Varus gecatcht, danach wird Renata gecatcht, alle sterben. Ich krieg immerhin zwei Turrets, die piehen dann rein, krieg den dritten Turm, während die gehen halt weg machen. Ja, ich meine, ich habe Minions gebufft, das, was du mit Nash machen möchtest. Dann, geht Akali hier wieder rein, gegen Ash, in drei Mann. Du denkst dir wieder, ist das der Play? So witzig, wenn man sich das im Nachhinein so anguckt, die keine entscheidenden Fights, und wir können halt immer wieder so einen Screen finden, wo wir so pausieren und Akali ist alleine in drei Mann drin. So, Akali ist in drei Mann drin. Der Fight ist super schlecht für uns. Sie ist dead. Wir müssen versuchen, Zeit zu stallen. Und drei Mann sind wieder dead. Und wir verlieren jeden Teamfight, verlieren jeden Teamfight, verlieren jeden Teamfight, jeden Teamfight, und jetzt enden die Gegner. Es wird eh nach vorne. Ich stun ihn mit Ult und jetzt catchen wir sie für ein halbes Jahrzehnt. Wir können die runterchasen. Und ja, es wird einfach nicht rein gehen dürfen. Kriegen jetzt einfach Kill nach Kill nach Kill nach Kill. Haben keinen stirbt noch. Trundle stirbt noch an mir. Dann tippe ich zu Nash. Wir machen den nächsten Nash. Und dann wollen die wieder fighten. Und inten einfach. Ich committe auf TK. Holt dann am Ende Ezreal. Kriege jeden Kill, der vor zur Verfügung steht. Und es ist wieder einfach Catch nach Catch nach Catch nach Catch. Jetzt hier Ezreal catcht. Ash auch noch gecatcht. Diven, Trundle gecatcht. Immer isolierte Deaths. Ne, ihr seht ja, all diese Kills sind einfach isolierte Deaths. Und es ist auch egal, wenn ihr den Kill kriegt, weil wir wollen hier enden. Ne? Es geht nicht, also das Gold gibt keinen aus von dem Kill. Es geht darum, hier zu enden. Und dann, I don't know. I guess we couldn't end. Vielleicht, wenn ich Zed anders geultet hätte oder so. Aber also ich denke, dass wir das Game überhaupt hätten gewinnen können, weil einfach nur, weil die Gegner einfach permanent gecatcht wurden. Dadurch war es winnable. Andererseits kann man auch argumentieren, dass halt nur Akali permanent gecatcht wurde und es deswegen... Hätte wunderbar sein können. Ja, sehr ärgerlich. Scheinbar war der bessere Player rauszugehen und Seele zu denein. Aber ich hätte jedes Mal enden wollen. Da hat einfach mal wieder insane für Zeit gestallt. Auch wenn die beiden einfach mit der Wave hitten kommen. Also wenn die jetzt schon den Turm hitten, statt erst 10 Jahre später. Worauf warten die beiden noch? Wenn euch Zed fokust, dann enden wir das Game. Wovor rennt Varus die ganze Zeit weg? Warum Auto-Deckt der nicht? Könntest du die ganze Zeit Turm hitten? Ja, nee, das war wunderbar. Also, wenn ich Akalis Varus Position sehe, wenn die einfach committen, wenn Zed sie ultet, ist uns das scheißegal, wenn Zed auf sie geht, dann enden wir. Literally, wenn Zed hier nach vorne läuft und sie ultet, werfe ich Ult auf Zed und wir enden. Nee, es war wunderbar. Wir hätten uns den Sieg ercheaten können. Zed hat am Ende mich geultet, ich Sonja hatte seine Ult. Und wenn wir einfach durchgängig gehittet hätten, Türme und Nexus, war wunderbar. Auch ärgerlich, dass der Kenshin den Knock-Up findet, den darf er auch nicht finden. Ja, war echt wunderbar. Es wird Ult und Ash Ult aus der Basis. Ja, aber generell, also Akali hat das Game verloren bei diesen Catches. Wir hatten zweimal Nash, wir haben ihn super, super schlecht benutzt beide Male. Also einfach randomly stirbt. Wir haben uns beide in den Winner cheaten können über wilde Catches der Ult durch Sejuani, aber... Am Ende war es nicht gut genug. 32.000 Damage gemacht, not bad. Ne Akali, not bad. Schade, Mann, banger Game, doch. Ärgerlich, so ein 40-Minuten-Spiel so zu verlieren. Aber ja. Ich bin kurz auf Toilette, Twitch-Chat. Dann begeben wir uns straight ins nächste. Also, bis gleich. Danke dir, Maximilian, für deinen Sub.